betreibe den mit außerordentlicher Besorgnis. Der Sinai revoltiert gegen die römische Herrschaft. Bei einem Massaker wurden zwei Verborgene getötet. Ich allein bin verantwortlich, denn ich habe sie ausgebildet. Ich kann die Verborgenen kaum noch beisammenhalten und bin jetzt mit dem Rebellenführer Gamilad verbündet. Ich brauche deinen weißen Rat, mein Freund. Komm bitte. Und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. In schwärzester Nacht schläft der Sinai, vom Leid erschöpft. Den Mund voller Asche weinen wir Tränen aus Blut. Wer erlöst uns von der Verzweiflung? Unser Held zieht mit dem Nebel, lautlos wie die See, und bringt Blut. Unbekannt, unsichtbar, immer unbarmherzig. Hör zu, ich erzähl dir von ihm, der Legende aus Siva, dem Schatten, der Bajek ist. Bajek. Bajek, Bajek, Bajek. Bajek. Klingt nach einem echten Mann. Versteck finden. Von hoch oben muss es zu sehen sein. Okay. Ja, und damit sind wir in Sinai angekommen. Natürlich ist die Quest, die wir da noch eingezeichnet hatten, nicht mehr aktuell. Und wir sehen, es ist ein relativ kleines Gebiet. Wir haben hier vier verschiedene Teilbereiche. Und direkt da vorne haben wir den Aussichtspunkt. Ich glaube, den hat Bajek auch ansprechen wollen. Und wir laufen einfach mal hinein. Ab in die gute Stube. Auf in die Action. Ach, die Sprache ist dieselbe geblieben. Okay, es ist bis jetzt ziemlich ruhig hier. Ein interessanter Anfang. Ich hätte eher damit gerechnet, dass man direkt mal in den Kampf einsteigt oder so. Gefällt mir gut. Ah, hallo mein Freund. Wie kann ich helfen? Okay, haben die vielleicht legendäre Sachen? Nein, leider nicht. Aufrüsten können wir auch im Moment nichts. Verkaufen können wir schon etwas. Verkauft. Okay, da war im Hintergrund jemand ein bisschen wütend. Ich weiß nicht, auf wen. Ja, da sammelt sich halt immer etwas an. Ist gut. Immer wieder ein Vergnügen. Das Büro der Verborgenen. Der Eingang ist versperrt. Es muss einen anderen Weg geben. Gehen wir erstmal kurz hoch. Und erhaschen einen Blick über die neue Gegend. Wir haben ja letztes Mal erst die gesamte Umgebung in der Hauptstory untersucht. Wir waren da mal in jedem Gebiet. Und jetzt können wir mal schauen, wie hier das DLC-Areal ausschaut. Vom ersten der beiden DLCs.
Ja, okay, diese Kamerafahrt hätte ich nicht benötigt, um zu wissen, dass ich hier runterspringen kann. Okay, gut, da haben wir wahrscheinlich so ein Banditenlager oder so. Und sich auch fragen könnte, was die Leute hier machen, die Verborgenen, wenn sie nicht die ganzen Banditenlager schon leergeräumt haben. Ist echt ein bisschen dunkel gewesen gerade. Das ist er. Ah, das Büro der Verborgenen. Sorry, falls ich hier mal einen Teppich irgendwie anfackeln sollte. Bayek, der größte von allen. Ich kenne die Lieder. Ich heiße Kashta. Welche Ehre, euch kennenzulernen, Mentor. Keine Formalitäten, Kashta. Wir sind beide Verborgene. So viele Tote. Tahira. Ach, Bayek, den Göttern sei Dank, du bist da. Es klang dringend. Dies sind die Schwerter zweier meiner Verborgener. Bei einem Massaker getötet. Man wird ihre als Märtyrer für die Sache gedenken. Das ist Gamilad, Anführer der aufständischen Nabatäer. Was ist passiert? Unser Rückzug führte durch das Dorf. Die Römer haben uns verfolgt und ihre Wut an den Bewohnern ausgelassen. Es war ein Gemetzel. Unschuldige Frauen und Männer. Die Verborgenen wollten es verhindern und starben. Sie kannten das Risiko. Ich habe sie den Rebellen zugeteilt. Tahira, was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Schlachten sind nichts für Verborgene. Doch wir können den Rebellen helfen, indem wir den römischen Anführer töten. General Rufio. Aber der ist in Rom. Rufio hat 3 Unterführer hier im Sinai. Diese 3 werden sterben. Fangen wir gleich an. Ich stehe in deiner Schuld. Wir tun dies für das Volk, Gamilad. Ja, das Volk. Das Volk und ich sind ein und dasselbe. Wir haben Verborgene auf Rufius Leutnants angesetzt. Sie verraten dir alles, was du wissen musst. Okay, auf Anhieb direkt mal neue Quests. Auch eine, wo Stufe 43 empfohlen wird. So, ich würde sagen, wir rasten hier mal kurz. Warten wir ein bisschen, bis es heller wird. Damit wir die Gegend auch mal ein bisschen schöner sehen. Und klarer. Okay, ganz kurz nochmal auf die Minimap jetzt geschaut. Ah, hier haben wir auch noch Philakes. Schatten des Südens. Schatten des... Ja, okay, gut. Ja, was habe ich denn hier schon? Wann habe ich denn... Wie bitte? Okay, anscheinend habe ich da schon... Anscheinend war ich hier schon mal in der Paralleldimension oder so. Keine Ahnung. Okay, wir haben hier einige Quests... 3 davon müssen wir auf jeden Fall hier machen. Okay, überall, wo keine Entfernungsanzeige ist, die sind dann entsprechend für ein anderes Gebiet gedacht. Okay, gut. Aus der Erfahrung, die wir von dem Hauptgebiet haben, sollten wir erstmal die Quests anfangen, ehe wir hier irgendwelche Komplettierungs- und Entdeckungsgedanken ausleben. Sag mir nicht, dass ich innen die Mission annehmen muss. Natürlich. Dann machen wir erstmal die Mission hier. Orbis, da ist der Nein, lass mich in Ruhe! Ich hab nichts gemacht!
Beruhige dich, Junge. Warum sagst du so etwas? Kopfgeldjäger suchen einen Mann mit einem Adler. Ich kriege Gold, wenn ich es ihnen sage. Kopfgeldjäger? Sie nennen sich die Skarabäus-Schatten. Skarabäus? Ach, Neck. Hör zu, ich bin nicht der Mann, den du suchst. Das ist kein Adler. Es ist eine Taube. Aha. Sehr mutige Taube. Warte, willst du? Ich sage es den Kopfgeldjägern. Ich muss die Skarabäus-Schatten finden. Hier, hier. Ja, das könnte böse enden, lieber Bayek. Aber gut, die Dingens haben wir ja auch schon erledigt. Huch, was haben wir hier? Ganz kurz, das leuchtet ein bisschen anders. Das Fragezeichen scheint unterirdisch zu sein. Okay, gut. Schauen wir nochmal, wen wir hier sonst noch sehen, weil hier wird Stufe 44 empfohlen erstmal. Ach, der Sänger, hallo. In den Bergen verstecken sich die gequälten Seelen der Toten. Was hat das zu bedeuten? Hast du nicht gehört? In der alten Nekropole in den Bergen spuken die Toten, die nicht ins Jenseits wechseln können. Ah, jemand sollte dem nachgehen. Okay, da können wir hingehen. Oder aber wir... Begleitet vom Klirren des Eisens unter der Herrschaft Roms. Nachts weinen die Kinder. Oder wir gehen nochmal ganz, ganz kurz hier ins Versteck. Usokon wird seit 2 Wochen vermisst. Er ist der Schatten, der auf den Steinbruch angesetzt wurde. Doch der Schatten ist verschwunden. Vielleicht ist es zu spät für ihn. Er wollte vor Tagen zu einem Handelsschiff im Hafen gehen. Und da wimmelt es von Römern. Es wäre schade um ihn. Er gibt alles für das Volk und die Verborgenen. Ich würde für ihn sterben. Ich finde diesen Usokon. Okay. Das ist quasi das gesamte Gebiet, was wir hier haben. Dass ja alle so schweigsam sind, ne? Okay, auf geht's. Auf geht's, Kleiner. Huch, ja, mit direkt eine neue Quest. Wow. Hi, position gerecht. Er ist weg. Findest du ihn? Du musst. Ich will dich gewiss nicht stören. Scher dich weg. Das geht dich gar nichts an. Gerta hat alles im Griff. Und ich habe nie einen Schatz erwähnt. Ganz sicher nicht. Aber könntest du ihn für mich finden? Irgendwo habe ich ihn. Ganz gewiss. Es muss hier irgendwo vermerkt sein. Wohin ich auch gehe, lasse ich meine Schriften als eine Spur des Kummers zurück. Lies diese hier.
Wo hast du denn gewohnt? Wo ich gewohnt habe? Ja, jetzt fällt es mir ein. Unweit der Küste, direkt südlich von hier. Da ist meine Kunst- und Keramiksammlung untergebracht. Wie konnte ich das vergessen? Gerta hat die Bibliothek eingerichtet. Dann werde ich da nach deinem Schatz suchen. Okay, wir schauen auf jeden Fall nochmal. Zumindest vermerkt. Wow. Oh. Jetzt habe ich mich selbst angezündet. Ach, da hinten ist der Kleine. Okay. Hilfe? Meine Frau ist bereit für die Reise in Anubis Reich. Doch mir zittern die Knie vor Furcht. Was erwartet mich in der Nekropole? Es gibt Geschichten, davon könnte ein junger Mann weiße Haare kriegen. Ich will dorthin. Soll ich den Leichnam deiner Frau mitnehmen? Würdest du? Ich wäre dir auf ewig dankbar. Lauert hier. Ah, das Lied des Geschichtenerzählers spricht die Wahrheit. Dies sind die Laute böser Geister. Nicht zwingend, dass das böse Geister sind. Drei Kohlenstoffkristalle. Die möchte ich doch direkt mal verwenden. Okay, Hilfsmitteltasche? Nee. Versteckte Klinge, ja bitte. Da unten geht's weiter. Beine der Toten. Jemand entweiht sie. Okay, irgendjemand, der sich hier einen schlechten Scherz erlaubt. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin die Inkarnation von Seth, Gott des Chaos. Der Osiris zerstückelt und die Teile über ganz Ägypten verstreut hat. Du bist ein Schänder und ein Mörder. Du bist die Inkarnation von Isis, hier um deinen Gemahl zusammenzunähen. Das wird nichts. Du störst die Toten nicht länger.
12.000 Erfahrungspunkte. Oh je. Ja, gut, dass wir hergekommen sind. Nicht nur wegen der Erfahrungspunkte. Okay, aber eine sehr, sehr kurze Quest dafür, dass es da 12.000 Punkte doch gibt. Ruht mein Weib in Frieden? Niemand verhindert ihre Reise in die Gefilde der Binsen. Danke, mein Freund. Ja, gerne, mein Lieber. Ist doch kein Problem. Oh, mich juckt's echt in den Fingern, direkt mal einen von denen hier anzugreifen, ne? Wow. Ich sollte es eigentlich lassen erstmal. Deswegen gehen wir erstmal zur Stufe 41 Quest. Es scheint so, als würde man hier sehr, sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Insofern, wenn man Stufe 40 hat und überlegt, wie man schnell auf 45 kommt, sollte man lieber hier erstmal questen. Okay, ganz kurz, ist das nicht... Ah ne, das ist noch ein unbekanntes Gebiet. Und hier irgendwo ist der Schatten des Südens, okay. Stufe 45 hat der Kerl. Wow. Jetzt wollte ich auch schon das weiche Leder haben, wenn schon, denn schon. Gib den Weg frei. Oh je, Mauer des Herrschers. Und angrenzend der Schatten des Südens. Nomos Madiami. Wow. Heya. Okay, Moment, erstmal hier hinten lang gehen. Alles cool, Leute. Alles cool. Hast du was gehört? Sei wachsam, Bruder. Ich deck dich. Sei unbesorgt. Auf der Ostseite der Mauer des Herrschers findest du mich unter einem buschigen Baum, der alleine an einer Klippe wächst. Aus dem Lager sind wir kaum zu sehen, denn ein Turm schützt uns vor neugierigen Blicken. Da bin ich mal gespannt. Ob mir das irgendwann bei der Mauer des Herrschers weiterhelfen wird. Die packen wir aber noch nicht an. Da warten wir nochmal, ob es eine Nebenquest gibt, durch die wir dahin müssen. Bayek! Hierher! Ach, hier komme ich hoch. Gamilad hat befohlen, ihm zu helfen, wenn es Probleme gibt. Tahira sagte, dass du kommst. Wer ist mein Ziel? Ampelius. Er beaufsichtigt den Handel auf der Halbinsel. Du findest ihn unten. Er presst blutigen Saft aus jeder Münze, die den Horusweg nimmt und diese Mauern passiert. Wie erkenne ich ihn?
Da gibt es ein Problem. Er kleidet sich wie seine Unterführer. Aus der Ferne ist er nicht zu erkennen. Bist du sicher, dass er in der Festung ist? Allerdings. Mein Partner ist hineingegangen und nicht zurückgekehrt. Erwarte mich bei den betenden Händen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn mit. Okay, ganz kurz. Respektiere deinen Brudern auf, Bruder? Ja, respektiere deinen Bruder. Und hier auf der Ostseite soll es einen Baum geben, wo wir etwas bekommen können. Und es wirkt so leicht golden angehaucht hier. Okay, aber das scheint eine etwas langwierigere Aufgabe zu sein. Ich würde sagen, wir gönnen Bayek hier doch mal kurz ein Päuschen. Er muss sich ja ein bisschen akklimatisieren, muss sich ja an die Umstände anpassen. Und vielleicht bleibt er hier gerade mal im Haufen liegen und entspannt sich eine Runde. Und wir machen dann entsprechend nächstes Mal weiter. An dieser Stelle, ich danke aber schon mal vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Gerne Daumen nach oben da lassen. Und beim nächsten Mal geht's weiter bei Assassin's Creed Origins. Haut rein!